Concerto. Gian Piero Reverberi, geboren 1939, war schon lange gemeinsam mit seinem Bruder Gianfranco als Komponist und Arrangeur in der italienischen Musikszene tätig, als er 1979 eine wahrhaft glänzende Idee hatte. Er gründete ein Kammermusikensemble aus 7 Musikern und 2 Musikerinnen und 2 Musikern, dass er in historischen Barockkostümen auftreten und eine Mischung aus Pop- und Barockmusik spielen ließ. Das Ensemble Rondo Veneziano war geboren. Reverberi hatte sich schon lange mit dem Gedanken getragen, ein Kammerensemble zu gründen, das ein breit gefächertes Publikum ansprechen sollte. Der überwältigende Erfolg gab seinem Konzept recht. Dank Reverberi hat diese klassisch angehauchte Musik in unzähligen Wohnzimmern Einzug gehalten. Die Stücke, die Rondo Veneziano spielt, sind allesamt von ihrem Gründer selbst komponiert und im Stil, wie schon der Name sagt, an das Rondo angelehnt. Eine leichte, eingängige Musikform aus dem 17. Jahrhundert, bei der ein immer wiederkehrender Refrain mit unterschiedlichen Zwischenteilen abwechselt. Reverberi kombinierte in seinem Ensemble klassische Instrumente mit Schlagzeug, E-Gitarre und Synthesizern und schuf damit einen damals völlig neuen Sound, der begeistert aufgenommen wurde.